Wisst ihr, was ich mache, Freunde? Ich warte, bis die PS5 Pro kommt, weil die werde ich mir auf jeden Fall holen. Und wenn die kommt und wenn ich die habe, dann werde ich das spielen, weil ich denke mal, die hauen da einen Patch raus, Alter. Weil wenn die eine PC-Version optimieren, dann können die auch nochmal eine PS5-Version optimieren und den Schalter umlegen, ne? Und dann geht's los. So, Freunde, wir schauen die neue PC-Version. Version von Horizon Forbidden West ist der Wahnsinn. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe auch den ersten Teil von Horizon noch nicht gespielt. Ist auf meiner To-Do ganz weit oben. Ich vergesse es natürlich. Ich muss mir mal unbedingt eine To-Do-Gaming-Spielliste machen und dann einfach mal ein halbes Jahr krank melden und dann die ganzen Spiele mal spielen. Ne? Weil ich komme einfach nicht dazu. Zu viel Arbeit. Naja, ich habe sie auf jeden Fall alle da. Die waren jetzt auch schon alle im Plus drin. Und wir gucken jetzt mal, was die PC-Version kann, was die PS5-Version nicht kann. Let's go. Ach ja, bevor ich vergesse, lass mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Let's go. Horizon Forbidden West gibt es jetzt endlich auch für den PC und es ist eine fantastische Portierung geworden. Vielleicht eine der besten, die ich je. Kann man da eigentlich noch was rausholen, wenn man die PC-Version dann spielt? Ein bisschen, ne? Weil die PS5-Version ist ja schon richtig nice. Gesehen habe. Sony und vor allem das Portierungsstudio Nixes Software legen hier wirklich vor und zeigen, das sollte eigentlich immer der Standard sein. Und meine große Hoffnung ist, dass das auch tatsächlich zum Standard Ich wird, habe bis jetzt immer nur zumindest das was Portierungen von Nixes Software angeht. Denn das die ich habe bis jetzt nur das VR-Spiel von Horizon gespielt. machen dieses Jahr, Und das hat das ist auch schon Spaß gemacht. offiziell ja Das war im echt Mai, geil. auch noch die War ich auch Platin. PC-Umsetzung von Ghost of Tsushima. Und wahrscheinlich auch noch die Umsetzungen von God of War Ragnarok, Demon's Souls, also dem Remake, und vielleicht auch Gran Turismo 7 und The Ja, Last of jetzt Us Part übertreibt man nicht. Ja, die bleiben schön bei PlayStation spielen. 2. Und wenn diese ganzen Spiele in einer ähnlichen Das Qualität reicht rauskommen hier. wie jetzt Horizon Forbidden West, dann werden eure Portemonnaies bluten, doch ihr werdet vor Freude weinen. Denn auf dem PC können diese Spiele endlich zeigen, was sie wirklich können. Damit will ich nicht sagen, dass Horizon Forbidden West und Co. auf der PlayStation, gerade auf der PlayStation 5, nicht schon fantastisch aussahen. Aber auf dem PC muss man mit der passenden Hardware halt keine Kompromisse mehr machen. Und das hebt die optische Qualität dieser Spiele im besten Fall nochmal auf ein ganz neues Niveau und verbessert natürlich auch das Spielgefühl, denn sie laufen Oh. flüssiger, ihr könnt mehr erkennen und es ist insgesamt einfach die beste Variante, in diesem Fall jetzt Horizon Forbidden West zu spielen. Auf dem PC. Und das ist ja was, was man leider nicht so oft. DualSense Support, aber den gibt's doch nicht für den PC, oder? Hä? Oder was hat der da für ein Dings reingehauen? Oder kann man den Controller für die PC-Version benutzen? Sagen kann, da wurde in den letzten Jahren viel zu oft geschwärmt. Was? Selbst beim Vorgänger, also bei Horizon Zero Was? Dawn auf dem PC, als das Spiel rauskam, brauchte es jede Menge Patches, damit es dann tatsächlich halbwegs rund lief. Ich habe es vor 2 Jahren, glaube ich, nochmal ausprobiert und hatte selbst da noch ein paar kleine Probleme, auch wenn es schon viel, viel besser war als zum Release. Aber Horizon Forbidden West jetzt in der Complete Edition zusammen mit dem Add-on Burning Shores ist nicht nur ein unglaublich umfangreiches Paket und ein grundsätzlich sehr gutes Spiel, es ist halt auch technisch wahnsinnig sauber. Ich bin hier durch die Welt gerannt, durch die Steppen geritten, habe die Kamera schnell hin und her gedreht und immer darauf gewartet, dass es jetzt mal irgendwann ein bisschen ruckeln wird, dass die Framerate mal ein bisschen einbrechen wird. Aber nein, es blieb immer stabil. Außer vielleicht, wenn man mal ein Menü geschlossen hat. Aber das ist wirklich zu Im vernachlässigen. Menü Im eigentlichen geschlossen. Gameplay ruckelt da nichts. Hab das Menü geschlossen, hat ein bisschen geruckelt. Und ich spiele sogar schon mit DLAA, damit ich die beste Bildqualität Ja. bekomme. Klar, ich habe. Wisst ihr, was DLAA ist? Komplett crazy. Also ich glaube, ich habe es mal gelesen. Ich glaube, das ist das eine variable Bitrate oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich erzähle wieder Blödsinn. Jetzt Komm, die Framerate auf vergiss 60 es, FPS Alter. gelockt, weil das für mich immer das Ziel ist, das ich erreichen möchte, um einen Haken hinter flüssiges Gameplay zu packen. Natürlich geht mehr. Natürlich könnte ich das auch mit 120 FPS spielen. Ich kann ja zum Beispiel auch DLSS nutzen, Frame-Generierung, AMD FSR, XS. Also es gibt Optionen, um da noch mehr rauszuholen, aber 60 FPS sind für mich immer ein Richtwert, dass ich sage, okay, ab jetzt ist das Spiel flüssig. Gerade so eine Art von Singleplayer-Spiel. Ein Oh. super schneller Ego-Shooter, da bräuchte ich vielleicht tatsächlich mehr FPS, aber bei dieser Art von Spiel, 60 FPS sind mein Ziel und die werden. Sind sein Ziel.
Ja, das Ziel muss das Game ja erfüllen, ne? Guck mal, hier oben kann man das zum Beispiel sehen, ne? Was er da eingestellt hat. So ein bisschen 60 FPS stehen auf jeden Fall. Erreicht und gehalten. Ja, ich spiele natürlich auch auf einem recht guten System. Der Prozessor ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist ein Ryzen 9 5900X, aber ich habe auch 32 GB RAM drin und vor allem eine 4090, also eine der besten und leider auch teuersten Grafikkarten, die es aktuell gibt. Aber das hier ist auch ein Spiel, das meiner Meinung nach durchaus gute Hardware verlangen darf für das, was es zeigt. Das ist eins der schönsten Spiele, die man aktuell haben kann. Und ich spiele ja wirklich mit allen Details auf Anschlag. Es gibt übrigens auch 21:9 Unterstützung, 32:9 oder auch 32:9, 48:9, wenn ihr auf drei Monitoren spielen wollt. Auch der Was? Mit drei Monitoren? Wie soll das denn gehen? Der Controller wird erkannt, allerdings da auch nur komplett, wenn ihr das Ding über ein Kabel anschließt, aber das liegt eher am DualSense Controller als am Spiel selbst. Also das muss man immer, wenn man den voll nutzen will, am Kabel haben. Ansonsten gibt es... Finde ich jetzt nicht schlimm. Natürlich auch eine Maus- und Tastatursteuerung. Und die ist wirklich richtig gut umgesetzt. Erstens lässt sie sich komplett umstellen. Also ihr könnt jede Tastenbelegung umändern. Es gibt auch immer eine zweite Option. Also eine Funktion könnt ihr auf zwei Tasten legen. Mhm. Das ist super flexibel. Die Steuerung ist auch so. Obwohl könnt ihr mir bei so einem Spiel nicht vorstellen, Freunde, könnt ihr euch bei so einem Spiel vorstellen, das mit der Tastatur und Maus zu spielen? So ein Third Person? Vollgeknallt ist gut beherrschbar, so wie sie in der Standardeinstellung ist. Ihr könnt auch die Maustasten, also auch die Seitenmaustasten frei nutzen. Also Call of Duty kann ich mir noch vorstellen. Habe ich ja früher auch gemacht. Gelegt, um vor 20 Jahren, aber mir anzeigen zu lassen. Ne? Es gibt auch sonst unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, sowohl beim HUD als auch bei den Grafiken, als auch bei der Steuerung, als auch bei den Accessibility-Optionen. Das war schon in der PlayStation 5 und PlayStation 4 Version so. Es ist jetzt auf dem PC, aber nochmal erweitert. Unter anderem gibt es auch endlich einen Field of View Slider. Also ihr könnt den Kameraausschnitt um Aloy herum erweitern. Ihr könnt also mehr sehen. Die Szenen jetzt hier im Video, die ich aus der PC-Version aufgenommen habe, waren komplett immer mit dem maximalen Field of View aufgenommen. Aber nur mal zum Vergleich, hier ein paar Szenen aus der PlayStation 5-Variante, wo die Kamera doch spürbar näher an der Hauptfigur dran ist und man dadurch gerade an den Seiten einfach weniger sieht. Jetzt mal von der allgemein besseren Bildqualität der PC-Version und auch den höheren Bildraten abgesehen, ist der Field of View Slider tatsächlich für mich die beste Erweiterung dieser Umsetzung bislang. Wisst ihr, was ich mache, Freunde? Ich warte, bis die PS5 Pro kommt, weil die werde ich mir auf jeden Fall holen. Und wenn die kommt und wenn ich die habe, dann werde ich das spielen, weil ich denke mal, die hauen da einen Patch raus, Alter. Weil wenn die eine PC-Version optimieren, dann können die auch noch mal eine PS5-Version optimieren und den Schalter umlegen. Ne? Und dann geht's los. Mehr vom Level erkennen kann, wenn ich mehr Übersicht habe. Denn jetzt großartige neue Grafikeffekte sind gar nicht drin. Also es gibt zum Beispiel kein Raytracing. Ne? Das Spiel ist auch so richtig, richtig hübsch. Allerdings an der einen oder anderen Stelle wären Raytracing-Reflexionen oder vielleicht auch Raytracing-Ambient-Occlusion nochmal nett gewesen. Die Schatten bräuchten zum Beispiel nicht unbedingt mit Raytracing gemacht sein. Die sind auch so richtig, richtig gut. Aber auch das Level of Detail wurde im Vergleich zur PlayStation 5-Version kaum angefasst. Also ihr habt immer noch Detail-Pop-In in der Entfernung bei bestimmten kleinen Level-Details. Und man kann die auch nicht massiv weiter hochpushen. Vielleicht wird das Man sieht es halt hier hinten, wenn man die hinten mal hinguckt, egal welche Version, ne? Dass das halt schärfer wird. Möglich. Es wäre natürlich auch eine super Gelegenheit, mal bei so einem Spiel, das ich ja auch im Longtail verkaufen soll. Ich meine, wofür haben wir Plattformen wie Steam heutzutage, dass man Spiele auch 10 Jahre später nochmal kaufen kann und sie nicht einfach aus den Ladenregalen verschwinden. Es wäre cool, wenn in ein paar Jahren vielleicht nochmal ein Update rauskommen würde, dass das LOD etwas höher pusht, denn das ist vielleicht diese eine grafische Stelle, wo man noch am meisten merken wird, dass es Limitierungen gibt. Also in der Entfernung, wenn man sich Objekten nähert, sieht man einfach, okay, jetzt lädt er die detailliertere Variante von dem Objekt. Und wenn in ein paar Jahren die Hardware gut genug wäre, wäre es cool, wenn man das weiter rauspushen könnte. Aber wie gesagt, vielleicht übernehmen das auch einfach Mods. Ich weiß nicht, wie tief man in das Spiel reingehen kann, was Mods angeht. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten hoffentlich dann sehen. Aber ist auch nicht ganz so wild. Es sieht immer noch toll aus, nur ich hätte gedacht, dass die PC-Version da vielleicht ein bisschen mehr macht. Insgesamt gibt es aber zumindest besseres anisotropes Filtern. Das heißt also, die Texturen am Boden zum Beispiel bleiben auf längere Sicht schärfer erkennbar.
Aber ansonsten erwartet jetzt keine komplett neuen Effekte. Also die volumetrischen Wolken zum Beispiel, die ja nochmal mit dem Burning Shores Add-on überarbeitet wurden, sind eigentlich die letzte auffällige grafische Detailverbesserung, die es jetzt für Horizon Forbidden West gab. Die PC-Version sorgt in erster Linie für mehr Stabilität. Ich bin sehr geflasht von diesem, von dieser Landschaft, ne? Also ich habe mich ja immer gewehrt dagegen, weil dieses Setting aus Zukunft und viel Natur und Roboter für mich irgendwie nicht zusammengepasst hat. Deswegen habe ich auch nie Horizon Zero Dawn gespielt. Aber Meinungen ändern sich natürlich und ich glaube, das ist auch ganz weit oben auf meiner To-Do-Spiel-Playlist. Wie sagt man da? Ja, genau das. Mehr Bildqualität. So wie viele andere natürlich noch, ne? Uncharted. Dafür ist die PC-Version, das letzte Tomb Raider, mit Tastatur spielt, aber ein bisschen leichter als die Konsolenversion, einfach weil man schneller, präziser zielen kann. Es gibt aber genug Schwierigkeitsgrade, also wenn es euch zu einfach ist, schraubt den einfach nach oben. Ich habe es aber als ganz angenehm empfunden, weil man etwas schneller durchs Spiel kommt. Ja, ich spiele immer auf normal. Horizon Forbidden West ist ein sehr. Und bei der PlayStation-Version ist es ja so, dass es ein neues Spiel Plus gibt, da musst du auf schwer oder ganz schwer spielen. Ich weiß nicht, wie viel Schwierigkeitsgrade es da gibt, aber auf jeden Fall auf der höchsten, glaube ich. Neues Spiel Plus natürlich, du hast alles, was du davor gesammelt hast. Ich bin ja so ein Typ, der dann im ersten Run halt sehr viel Zeug sammelt und im zweiten Run kannst du dann richtig Gas geben. Sehr umfangreiches Spiel, habe ich ja schon gesagt. Also mit der Story-Erweiterung könnt ihr allein für die Kampagne so um die 40 Stunden einrechnen und dann habt ihr noch nicht mal allzu viel von dem Nebenkram gemacht. Also man kann hier problemlos über 60 Stunden drin verbringen, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, wenn man wirklich jede Ecke bis ins kleinste Detail erkunden will. Ich muss gestehen, für mich war relativ bald auch schon wieder die Luft raus, weil ich Aloy in diesem Teil ein bisschen langweilig finde und auch die Geschichte ein bisschen langweilig finde. Aber das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Also Horizon Forbidden West ist nicht, wie ich finde, das geilste Open-World-Spiel, in dem ich unendlich viel Zeit drin verbringen will. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es ist auf jeden Fall eine der geilsten PC-Umsetzungen und eins der schönsten Spiele, was es momentan gibt. Ob es nun auch gleichzeitig eins der besten Spiele aktuell ist, das würde ich an dieser Stelle nicht entscheiden. Ja, das ist immer die eigene Meinung, ne? Da muss man halt gucken, ich meine, wie oft spielt man dieses Spiel durch? Zweimal wahrscheinlich, dreimal, wenn es hochkommt. Es gibt auch Freaks, die spielen The Last of Us 10-mal durch, die haben da 600 Stunden drauf und so weiter. Du, nach dem zweiten Run, da war ich durch mit dem Spiel. Ich war froh, als ich dann auch mit Grounded durch war. Und Neues Spiel Plus und keine Ahnung, was es da alles gab. Und Erbarmungslos hieß das nicht. Mit Permadeath auf jeden Fall, ne? Und ich war echt froh, dass man das pro Abschnitt von einem Kapitel einstellen konnte. Alter, ich bin auch einmal gestorben, da musste ich relativ viel noch nachspielen. Meinen Geschmack nicht mehr ganz getroffen, also nicht mehr so wie der erste Teil, wo es noch dieses große Mysterium gab. Das hat mich. Und ich habe natürlich auch die PS5-Version von The Last of Us Part 2. Ne? Habe ich mir kostenlos runtergeladen, warum nicht? Aber The Last of Us Part 1 inklusive Left Behind, das will ich mir auch nochmal geben. Auf der PS5 natürlich, PS5-Version. Hier einfach ein bisschen gefehlt, deshalb hat es mich nicht so doll durchgezogen durch das Abenteuer. Aber die PC-Version ist zumindest ein Hoffnungsschimmer dafür, dass es ja wohl doch irgendwie möglich ist, High-End-Grafik, High-End-Technik zu liefern und sie fantastisch zu optimieren, sodass sie auf entsprechender Hardware auch wirklich stabil und flüssig läuft. Umso frustrierender ist es hingegen, dass es so viele Gegenbeispiele dafür gibt, gerade in den letzten Monaten und Jahren. Aber Horizon Forbidden West zeigt, nein, es ist nicht mein PC, der vielleicht nicht gut genug ist. Es sind die Spieler, die nicht gut genug optimiert sind. Was? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse.
Was jetzt aber tatsächlich bei der PC-Version von Horizon Forbidden West ein bisschen schade war, hat gar nichts direkt mit dem Spiel zu tun, sondern nur mit den Rahmenbedingungen. Denn das Spiel kam jetzt am 21. März raus, also nur wenige Stunden vor zwei anderen neuen großen Open-World-Spielen, Rise of the Ronin, exklusiv für die PlayStation 5, und vor allem exklusiv ist das Rise of the Ronin, okay. Und während Dragon's Dogma 2 zwar gerade aktuell sehr viel Wut auf sich zieht, aus verschiedenen Gründen, Mikrotransaktionen, schlechte Performance, dieser Blödsinn mit dem... Ich glaube, da werden wir auch noch mal das Testvideo anschauen von, wie hieß das? Irgendwas mit D. Nur ein Spiel starten können, zieht es vor allem aber auch sehr viel Aufmerksamkeit... Dragon's Dogma. ...auf sich. Und das wirkt sich auf die Spielerzahlen aus, auch auf die von Horizon Forbidden West. Im Vergleich zur PC-Version des Vorgängers, also Zero Dawn, hat Forbidden West bislang nur rund die Hälfte der maximalen gleichzeitigen Spieler auf Steam erreicht. Ja, das Spiel gibt es auch im Epic Store, aber trotzdem, es ist ja ein Indikator. Forbidden West hat es bislang auf rund 35.000 Spieler in der Spitze, gleichzeitig aktive Spieler, geschafft. Zero Dawn hatte es zum Release immerhin auf über 56.000 gleichzeitige Spieler auf Steam geschafft. Also ich bin gespannt, wo am Ende Forbidden West landet, und ich hoffe, dass es nach hinten raus ein Verkaufserfolg ist. Auch allein damit Sony sieht, die Plattform PC lohnt sich für sie auch weiterhin, denn wir hatten zwar starke PS4 und PS5 Releases auf dem PC. Wir hatten aber auch ein paar schwächelnde Titel dabei. Offensichtliche Kandidaten wie Sackboy, aber auch nicht ganz so offensichtliche Kandidaten wie Uncharted. Auf jeden Fall hoffe ich trotz dieses etwas schwächeren Starts für Forbidden West, dass Sony weiterhin Studios wie Nixes Software die Zeit und das Geld gibt, damit gute PC-Versionen umgesetzt werden, denn sie zeigen, es ist offensichtlich möglich. Und meine Hoffnung ist natürlich in erster Linie, dass irgendwann mal ein Bloodborne für den PC kommt, aber ich würde mich natürlich auch mega über eine sehr gute Demon's Souls Umsetzung und... Kannst du ja einfach eine PlayStation kaufen. Demnächst ja dann auch... Nein, das mache ich nicht. PC, ich bin PC-Spieler. Also ich hoffe, dass hier ein Trend sich weiter fortsetzt. Wir hatten ja schon ein paar gute Umsetzungen von Nixes Software für den PC von PlayStation-Titeln, aber es wäre halt super, wenn das sich wirklich langsam als Standard etabliert und der PC hier glänzen kann. Denn auch die PlayStation 5 ist inzwischen schon wieder etwas in die Jahre gekommen und zeigt bei den Neuveröffentlichungen... Die PlayStation 5 ist in die Jahre gekommen, Alter. Also mir kommt es so vor, als wäre, wenn ich die gestern abgeholt hätte vom Mediamarkt. Wir sehen es ja zum Beispiel auch gerade bei Rise. Ich habe immer noch meine Day One hinten. Die steht da. Kann man die sehen? Hier. Da. Und da. Da. Immer noch meine Day One PS5, Alter. Die steht da seit Tag 1. Einwandfrei. Ronin, dass die Technik einfach links und rechts an ihre Grenzen kommt. Auch wenn Rise of the Ronin von Hause aus jetzt kein sonderlich eindrucksvolles technisches Spiel ist. Aber man muss auch bei den absoluten Top-Titeln auf der PlayStation 5 inzwischen oft Kompromisse zwischen Leistung und Bildqualität machen. Und auf dem PC muss man diese Kompromisse mit einer optimierten Version im Idealfall und der passenden Hardware halt nicht machen. Deshalb ist diese Plattform so toll und so wichtig. Und sie ist natürlich auch wichtig für den Erhalt von Spielen, denn nur auf dem PC kann ich in ein paar Jahren in Auflösungen und mit Frameraten spielen, die man sich zur Originalveröffentlichung der Konsolenversion wahrscheinlich niemals hätte träumen lassen. Aber okay, ich schweife ab. Machen wir es kurz. Horizon Zero Dawn auf dem PC. Geil. Kaufen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Fritz macht immer gute Videos. Stimme ist angenehm. Er redet schnell genug. Da ist alles so drin, ne? Da sind auch so Emotionen drin, die hört man halt aus der Stimme heraus. Vermisse ich ein bisschen bei den anderen Kollegen, aber okay. Ich gebe jedem Video natürlich ein Like. Das war auch ein gutes Video und das hat mir nochmal gezeigt, dass es endlich an der Zeit ist, dass ich Horizon endlich mal anfange. Natürlich beide Spiele, aber nicht gleichzeitig, sondern erst das eine und dann das andere. Liegen bei mir alle rum, ne? Ich muss nur einlegen und los geht's. Aber, naja, ich habe schon wieder letztens ein neues Spiel runtergeladen. Kena oder so. Hat mir sehr gut gefallen. War kostenlos. Ich kaufe Spiele und, ja. Naja. Gut, Freunde. Das war's. Gutes Video. Und lasst auf jeden Fall ein Like da bei mir und bei GameStar. Und, ja. Tschüss.